Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt mal wieder ein Update meiner Odontomachus Spezies aus Südamerika. Über die Kolonie habe ich lange nichts mehr berichtet und ja, sie ist einfach richtig, richtig gut gewachsen. Es gibt jetzt, das sind jetzt mittlerweile bestimmt über 40 Arbeiterinnen und wirklich total viel Brut, auch allein irgendwie über 30 Puppen oder so. Also richtig, richtig tolle Entwicklung. Ich habe sie ja damals bekommen mit irgendwie 6 Arbeiterinnen und gar keiner Brut. Und ja, also wirklich super klasse Entwicklung. Ich habe sie erstmal immer noch in dieser kleinen IKEA-Box, also der Gottmorgon-Box. Und genau, vielleicht könnt ihr auch schon die eine oder andere Arbeiterin draußen sehen. Also diese Art ist echt super aktiv. Ich sehe ständig mindestens 5 Arbeiterinnen fuhragieren draußen auf der Futtersuche oder bauen das Nest noch etwas aus. Apropos Nest, hier könnt ihr jetzt oben links erkennen, da gibt es mehrere Löcher im Boden. Die haben nämlich ganz, ganz viele Nesteingänge. Hier könnt ihr ein paar erkennen, hier. Und genau, die leben jetzt praktisch am Boden der Box und haben sich da ein relativ großes Erdnest ausgehöhlt. Im letzten Update nisteten sie, glaube ich, noch unter dem Korkstück, was ihr da erkennen könnt. Aber da ist die Kolonie schon viel zu groß, als dass sie da noch runterpassen würde. Genau, so viel erstmal dazu. Sie nisten jetzt halt, wie gesagt, in der Erde, haben da auch reichlich was ausgehoben. Und ja, jetzt sind auch relativ viele Arbeiterinnen draußen. Die sind auch ein bisschen aufgeregt, weil ich gerade den Deckel abgenommen habe. Ja, die Kolonie bekommt jetzt auch erstmal ein bisschen was zu essen. Hier kriegen sie ein Heimchen. So, dann möchte es abgehen, genau. Ich habe es jetzt eigentlich nicht wirklich aktiv getötet, das Heimchen, aber es kann gut sein, dass es jetzt irgendwie gerade, dass ich sozusagen gerade mit der Pinzette getötet habe, während ich es aus der Box gegriffen habe. Ja, ihr könnt also sehen, die Arbeiterin nimmt das Heimchen direkt wahr. Reagieren jetzt auch nicht sonderlich aggressiv oder so auf das Heimchen, da es natürlich tot ist und sich nicht bewegt. Ich fütter aber auch regelmäßig lebend. Werde ich gleich auch nochmal ein Heimchen lebend reinschmeißen, dann könnt ihr das auch sehen. Und ja, dann erbeuten die das richtig schön. Die Ameisen sind ja eigentlich sozusagen Einzeljäger, das heißt, sie jagen eher kleinere Tiere. Jetzt habe ich hier nochmal ein Lebendes reingepackt. Also eigentlich sind sie eher dazu da, kleinere Tiere alleine zu jagen, deswegen sind sie in der Gruppe nicht ganz so gut und dementsprechend auch nicht so effektiv immer jagen von größeren Beutetieren, aber das kriegen sie trotzdem hin. Ja, hier hat sich jetzt eine Arbeiterin hinten verbissen und wird das Heimchen jetzt versuchen zu stechen. Die Art hat ja einen sehr wirkungsvollen Stachel, ich habe mich selbst noch nicht stechen lassen, aber Beutetiere werden wirklich total schnell gelähmt, nachdem sie gestochen wurden. Also eigentlich wirklich in Sekunden bewegen die sich nicht mehr. Deswegen gehe ich davon aus, dass er relativ wirkungsvoll ist. Hier könnt ihr das auch sehen. Zack, die Arbeiterin sticht zu und das Heimchen bewegt sich plötzlich gar nicht mehr. Also ja, schon sehr, sehr cool zu beobachten, das hier Jagdverhalten dieser Art. Noch cooler ist es natürlich, wenn man dann etwas kleinere Beutetiere reinpackt, wie noch etwas kleinere Heimchen oder so. Und dann kann man auch wirklich besser diese Jagd beobachten. Also wirklich ganz, ganz interessant. Es wird nie langweilig mit denen. Ja, hier nochmal die Ameisen in der Nahaufnahme. Ich werfe auch gleich nochmal einen kleinen Blick auf das tote Heimchen. Auf die toten Futtertiere fahren sie halt nicht ganz so ab, da sie wirklich viel, viel lieber lebende Tiere jagen und die dann direkt ins Nest transportieren. Also lebend füttern bin ich auch ein ganz, ganz großer Freund von. Es ist einfach schön für die Ameisen und der Halter bekommt natürlich dann auch was zurück. Und zwar einfach bekommt man dann einfach dieses super schöne Jagdverhalten von den Ameisen zu sehen. Man muss halt bloß gucken, dass die lebenden Tiere dann wirklich keine Parasiten oder so haben. Und ja, hier kann man jetzt nochmal eine Arbeiterin sehen. Dieser super schöne Glanz von denen kommt auch nochmal zur Geltung. Also ich finde, die sehen echt richtig hübsch aus. Hier so metallisch, also eine sehr, sehr schöne Ameisenart, gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, ich versuche euch jetzt nochmal ein paar Clips, einen Blick in das Nest zu gewährleisten. Es ist nicht ganz einfach, denn dieses Erdnest hat wirklich mehrere Etagen und ja, wirklich sehen kann man halt nur die unterste Etage praktisch, die dann an der Scheibe liegt. Ich habe immer so einen ungefähren Überblick, wie viel Brut sie haben, da sie die Brut über den Tag hinweg an verschiedenen Orten lagern. Und dann haben sie mal die Puppen unten, mal die ganzen Larven. Aber wie viel Brut sie genau haben, weiß ich nie.
Aber es ist wirklich ziemlich viel. Hier kann man zum Beispiel die ganzen Puppen sehen und echt einiges an Larven. Es müssen aber auch noch mehr Puppen sein. Ich habe letztens über 30 Stück gezählt, die da unten lagen. Also gerade für eine Punerine richtig, richtig viel Brut und eine super Entwicklung. Also das ist wirklich ganz toll. Und ich bin froh, dass ich überhaupt einen kleinen Blick in das Nest habe. Hier nochmal ein bisschen in der Nahaufnahme. Ich habe da nochmal ein bisschen rumexperimentiert mit dem Licht, sodass ihr da irgendwie einigermaßen was sehen könnt. Ist auch nicht ganz so einfach, weil ich ja wirklich jetzt von unten filmen muss. Ja, man kann hier wirklich viele kleine Larven sehen, auch einige Eierpakete. Wenn ich sozusagen dann vielleicht so alle 2 Wochen oder so mal oder einmal im Monat unten in einen Blick in das Nest werfe, kann ich leider nie so richtig gut was sehen, denn die Ameisen geraten dann einfach nur in Panik. Und sowas wie eine Fütterung der Larve oder so kann ich natürlich dann leider nie beobachten, weil die dann mega im Stress sind, wenn ich mal einen Blick ins Nest werfe. Aber ich werde sie wahrscheinlich bald in ein neues Terrarium setzen und dann versuche ich vielleicht irgendwie ein Ytong-Nest oder so anzubieten, dass ich dann vielleicht auch einen kleinen Blick mal in die Kolonie erhaschen kann, ohne dass ich sie dann direkt total doll störe. Das war es dann eigentlich auch soweit mit diesem Video. Wenn ihr noch Fragen zur Kolonie oder generell habt, dann stellt sie gerne. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, bewertet das Video und macht's gut. Bis dahin, haut rein, ciao.